Hör mal, Melli. Ich lese. Ja, aber hör doch mal. In Berlin gibt es wenige Dinge, die es nicht gibt. Eine Ausnahme bilden die Ampelfrauen. Aber auch das soll sich ändern. Die SPD fordert in einem Antrag, dass unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung von Menschen auch Ampelfrauen zur Regelung des Fußgänger- und Straßenverkehrs als Ampelzeichen dienen sollten. Bei der Umsetzung sei darauf zu achten, dass das moderne Frauenbild wiedergegeben wird, um einem Rollen- und Sexismus-Klischee entgegenzuwirken. Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Die sollen ja erstmal unser Flughafen fertig kriegen. Da ist jemand vorbeigeflogen. Vom Balkon. Was? Hallo! Seltene Erden von Wolfgang Zander. Bist du verrückt? Spurensuche! Der Balkonbrüstung, außen! Mensch, das sind gut 30 Meter! Au! Verdammt! Lehmann! Hilfe! Festhalten! Das war knapp. Danke. Hier, Aufprallgeschwindigkeit ist gleich die zweite Wurzel aus 2 mal 9,81 Meter pro Sekunden Quadrat mal 30 Meter. Das macht 17,155,1741 Meter pro Sekunde, sind rund 60 km/h. Du und dein Tablet. Fablet, Alex, Fablet. So einen Sturz überlebt niemand. Allein die Fliehkräfte. Aortenabriss, Milzriss, Schädelhirntrauma. Also meiner Meinung nach war das Selbstmord. Die Routine können wir den Kollegen überlassen. Die Wohnung wurde durchsucht. Natürliche Unordnung. Kein Abschiedsbrief. Eine Hohenschönhausener Analphabetin. An der Tür steht Dr. Anne Kling. Ja und? Willst du schon wieder los? Hast du kein Privatleben? Die Kollegen haben weder ein Handy noch einen Computer gefunden. Ja, es gibt auch Vegetarier, Lehmann. Die Wohnung gefällt mir nicht. Sieht aus wie eine Absteige. Bis auf das Foto des jungen Mannes und die Holzmaske. Zentralafrika, würde ich sagen. Meine Wohnung sieht auch nicht besser aus. Zwei Sektgläser. Eins wurde abgewischt. Auf dem anderen sind nur die Fingerabdrücke der Toten. Fragt man sich doch, warum der andere sich solche Mühe gegeben hat. Wie wäre es mit die andere? Okay, okay. Und ehe du weiterfragst, von den Nachbarn hat keiner was mitgekriegt. Ja, also wie immer. Ganz genau. Wie immer. Ja, Dr. Kling litt unter Depressionen und sie war medikamentös eingestellt. Trotzdem, ich dachte, ich hätte sie erreicht. Wie sind Sie auf mich gekommen? Ein Zettel an der Pinnwand der Toten. Ach ja. Ja, der Fall scheint einigermaßen klar, trotzdem hätten wir da noch ein paar Fragen. Verstehe. Jetzt geht das wieder los. Die bauen oben das Bad aus. Können Sie bei dem Lärm überhaupt arbeiten? Ja, es ist schwierig, aber was soll man machen? Wollen Sie sich nicht setzen? Gerne. Nicht auf die Couch! Nicht. Hier? Ja, bitte. Sie hat von Suizid gesprochen. Nicht nur einmal. Aber es ist so, dass Patienten, die darüber sprechen, den Druck bereits über das Entäußern abbauen. Zumindest die meisten. Der Hilferuf ist abgesetzt. Jemanden zum Sprechen zu bewegen, ist deshalb ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Bei Dr. Kling habe ich wohl versagt. Kamen Sie häufiger in die Praxis? Och, so oft es ihr möglich war. Sie arbeitete als Ärztin an einem afrikanischen Krankenhaus Ostkongo. Als ihr Psychologe habe ich ihr bei unserer letzten Sitzung geraten. Wann war die? Moment. Vorgestern. 16.30 Uhr. Sie bat kurzfristig um den Termin und war genau eine Stunde hier. Ich habe ihr dringend geraten, sich ein anderes Betätigungsfeld zu suchen. Umgehend. Warum? Ja, warum? Sie war am Ende. Physisch und psychisch. Sie hat Dinge gesehen, die man sich kaum vorstellen kann. Brutalität, Leid, Elend. Das kann die stärkste Seele zermürben. Sie sprach von einem permanenten Auschwitz-Zustand. Wie bitte? Ich habe genauso reagiert wie Sie. Das eine ist die Realität und das andere ist die Wahrnehmung der Realität.
Da kann die Schere mitunter weiter auseinanderklaffen. Sie meinte, sie denke nicht an ein Lager, sondern an die totale Entmenschlichung von Leuten, denen sie im Kongo begegnet ist. Das Schlimmste aber für sie war, dass die Hilfe niemals ausreichte. Das Elend ist uns immer einen Schritt voraus. Ihre Worte. Offenbar wuchs ihr das Ganze über den Kopf. Sie haben doch sicher ein Smartphone? Natürlich, die Nummer steht auf der Karte. Nee, wenn sie Frau Dr. Kling meinte, unsere Technikgeilheit wäre die Ursache allen Übels. Wie soll ich das verstehen? Das Krankenhaus liegt in einer Region, in der Rohstoffe für Smartphones geschürft werden. Dr. Wortmann, Frau Sperling ist da. Ja, danke. Es tut mir leid, Herr Oberkommissar, die Pflicht. Sie glauben also nicht, dass jemand Dr. Kling umgebracht haben könnte? Aus welchem Grund? Was denken Sie? Ich? Ich denke gar nichts. Frau Dr. Med-Anne Kling, geboren 17.02.69 in Kandel, Rheinland-Pfalz. Zeitpunkt des Todes 21.07 Uhr. Single, studierte in Heidelberg Medizin, praktizierte von 2005 bis 2011 als Gynäkologin im Prenzlauer Berg, Danziger Straße. Ein Sohn, Martin Kling, geboren 27.12.92. Hörst du mir überhaupt zu? Na, nicht aus Schwabenland. Der hat so einen Bart, Alex. Ja, komm, lass mal sehen. Seit September 2011 für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Die letzten beiden Jahre in der Stadt Bukavu im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Mhm. Kündigt 2013 ihre Fünfraumwohnung in der Lüchener Straße und zieht nach Hohenschönhausen. Zingster Straße, sanierte Platte. Finanzielle Probleme? Könnte sein. Naja. Erste Ergebnisse aus dem Keller. Sie hatte vor dem Sturz einvernehmlichen Sex. Sperma, DNS? Nein, konventionelle Verhütung. Lag etwa 3 Stunden zurück. Und dann haben sie noch was in ihrem Blut gefunden. Rohypnol, hohe Dosis. Einnahme circa 2 Stunden vor dem Sturz. Die Gläser. Todesursache ist allerdings ein Polytrauma plus Schädel-Hirntrauma. Als Folge des Aufpralls. Erst Sex, dann K.O.-Tropfen, dann Sturz. Yep. Das kann nur eins bedeuten. Mord. Die war schon tot, schon lange. Herr Kling. Herr Kling. Wir sprechen hier von Ihrer Mutter. Sie wurde umgebracht. Ach ja, meine Mutter. Hat Ihre Mutter Sie mit 11 in ein Internat gesteckt? Hat Ihre Mutter Sie nur einmal im Jahr dort besucht? Hat Ihre Mutter Ihnen, als Sie 17 waren, gesagt, dass sie Sie leider nicht lieben kann, weil da etwas passiert wäre, woran Sie zwar keine Schuld hätten? Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich habe Sie immer wieder danach gefragt, keine Antwort. Haben Sie sie gestern auch gefragt? So gegen 21 Uhr? Ich war am Berghain. Michael Girard und die Swans. Von meinen Leuten wollte keiner mitkommen. Die Swans sind lauter als eine 747 beim Start. Und das 3 Stunden am Stück. Am Einlass gab's Ohrstöpsel, gratis. Ich hab sie noch, hier. Könnte noch was dran sein. Und im Bad liegt meine Zahnbürste, können Sie auch haben, für den Abgleich. Das Online-Ticket habe ich weggeworfen. Anbieter des Tickets, Benutzername und Passwort für den Account. Was? Ja, schreiben Sie es auf. Krankhaft misstrauisch, was? Nur gründlich. Wann haben Sie Ihre Mutter zuletzt gesehen? Vor 3 Jahren. Wie bitte? Zu meinem 20. Sie war genau 23 Minuten und 11 Sekunden da. Ich habe die Stoppuhr laufen lassen. Sie hat mir ein Buch geschenkt, so ein blödes, beschissenes Buch. Also sprach Zarathustra von diesem Nazi Friedrich Nietzsche. Haben Sie das Buch gelesen? Bin ich bescheuert? Hier, das mit dem Ticket stimmt. War Napoleon auch ein Nazi? Oder Alexander der Große? Hä? Das waren verdammte Massenmörder. Nicht viel besser als Hitler, Stalin und Mao. Nietzsche starb 1900, Herr Kling. Da war Hitler 11 Jahre alt. Was hat das alles mit meiner Mutter zu tun? Sagen Sie es mir. Kann ich jetzt endlich gehen? Frau Dr. Kling? Das
Wir nannten sie Mutter Anne von Mutter Teresa. Sie war nicht religiös, aber sie hatte ein Bedürfnis zu helfen. Das war wie... Wie kann ich das erklären? War zum Helfen geboren, ja. Es war einfach ihre Bestimmung. Sie wurde ermordet. Was? Wer macht sowas? Wo waren Sie gestern gegen 21 Uhr, Frau Kramer? Ich, hier im Büro. Oh, Entschuldigung. Ich habe mit Kollegen in Bolivien telefoniert. Wegen der Zeitverschiebung muss ich hin und wieder länger bleiben. Unsere Mitarbeiter sind ja rund um den Globus im Einsatz. Sie waren allein hier? Ja. Unsere Personaldecke ist sehr dünn. Wir stecken das Geld lieber in unsere Projekte. Das ist Teil unserer Philosophie. Wie kam Frau Dr. Kling zu Ärzte ohne Grenzen? Sie stand eines Tages im Büro. Sie sagte, sie wolle sich verändern. Das sagen übrigens alle. Natürlich haben wir sie genommen. Sie spricht Französisch und Englisch. Und sie ist also... Sie war Single. Was in der Regel alles einfacher macht. Weshalb wollte sie sich verändern? Haben Sie eine Vorstellung vom medizinischen Alltag? Kann ich Ihnen irgendetwas anbieten? Tee, Kaffee? Danke, Kaffee. Für mich nicht, danke. Gerne, einen Moment. Es gibt mehr und mehr Mediziner, die an den Zuständen verzweifeln. Wie viel hat Frau Dr. Kling bei Ihnen verdient? Bitte sehr. Entschuldigung. Ärzte ohne Grenzen, Kramer? Ja. Ja, ich dachte, wir waren uns einig. Nein? Jetzt nicht. Jetzt nicht, habe ich gesagt. Rainer. Nein. Ja. Entschuldigung. Wo waren wir? Geld. Geld? Bei Frau Klings Einkommen. Ach, es ging ihr nicht ums Geld. Ja, wie viel sie bekommen hat? Weniger, als sie als niedergelassene Ärztin verdient hätte, aber immer noch genug. Und wir zahlen die Flüge und kommen für Unterkunft und Verpflegung vor Ort auf. Frau Dr. Kling zog 2013 nach Hohenschönhausen. Ja, sie meinte, sie wäre ohnehin nur selten in Deutschland und wozu eine teure Miete bezahlen für nichts und wieder nichts. Das war Anne. War sie die einzige Deutsche da unten? Im Krankenhaus, ja. Warum war sie hier? Urlaub? Probleme. Beruflich, gesundheitlich, finanziell? Irgendwas mit ihrem Sohn. Sie wollte nur 2-3 Tage bleiben. Wir werden Anne sehr vermissen. Wer weiß, ob wir überhaupt Ersatz finden. Ostkongo. Verschleppung, Vergewaltigung, Zwangsarbeit, Mord. Das ist der Alltag da unten. Aber die Leute haben einen gewaltigen Trost. Der Boden ihrer Hölle ist mit Gold gepflastert. Wussten Sie, dass Frau Dr. Kling in psychologischer Behandlung war? Ja, ja, bei Dr. Wortmann auf meine Empfehlung hin. Ich suche ihn hin und wieder selber auf. Mhm. Der Job. Allein die Ebola-Geschichte. Haben Sie sich getroffen? Leider nicht. Ihre plötzliche Heimreise hat mich selbst überrascht. Es ist nicht üblich, dass unsere Mitarbeiter immer nach Hause fliegen. Sie hat mich telefonisch benachrichtigt, vor 3 Tagen gegen 20 Uhr. Da war sie schon in Tegel. Ich habe sie gefragt, ob ich sie abholen soll. Sie meinte, sie hätte jemanden, der sie fahren würde. Und wer war das? Keine Ahnung. Um was ging es? Was? Was war mit ihrem Sohn, diesem Martin? Ich habe sie nicht gefragt. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Darf ich? Ich will eigentlich gerade zur Uni. Dann sollten Sie sich wenigstens eine Hose anziehen, Herr Kling. Was wollen Sie denn noch? Muss ich Sie reinlassen? Wie wäre es mit einem Okay, Herr Oberkommissar? Ich erzähle Ihnen alles. Ich habe alles gesagt. Ihre Mutter kam ihretwegen nach Deutschland. Sie wäre gekommen, wenn ein Erdbeben oder ein Orkan 20.000 Berliner platt gemacht hätte. Aber wegen mir? Nee, niemals. Sie stecken in Schwierigkeiten. Stimmt, woher? Ich höre. Ich bin durchgefallen. In Anatomie. Anatomie, das ist stures, hirnloses Auswendiglernen. Ist das alles? Das Gehirn, wissen Sie, besteht aus 2 Hälften, den Hemisphären.
Die sind durch den sogenannten Balken, Corpus callosum, miteinander verbunden. 80% der Hirnmasse... Für das Konzert hatten Sie aber Zeit. Schalten Sie nie ab. Schöne Wohnung. Angesagtes Viertel. Leben Sie allein hier? Die schwarze Fliege da an Ihrem linken Zeigefinger. Hat die was zu bedeuten? Mein neues Tattoo. Sie sind der Erste, dem das auffällt. Vielleicht traut sich ja nur keiner zu fragen. Ist irgendwie schräg. Wie hoch ist die Miete? Eigentumswohnung. Ihr Vater? Ich habe keinen Vater. Kennen Sie den Freund Ihrer Mutter? Meine Mutter hat einen Freund? Keine sonstigen Schwierigkeiten? Kann ich Sie noch mal sehen? Mich? Nicht Sie, meine Mutter. Darf ich dich mal was Persönliches fragen? Ich dachte, du fragst nie. Du weißt, was ich fragen will? Wer ist hier der Oberkommissar? Okay. Ich möchte wissen, was mit dir los ist. Smoky Eyes, zittrige Finger und dein Blick... Wie weit bist du mit Anne Kling? Alex, du lenkst schon wieder ab. Ich höre, Lehmann. Anne Kling ist weder bei Facebook noch bei Twitter noch bei Instagram. Ich habe trotzdem was gefunden. Mittels Gesichtserkennungssoftware hier. Okay. Auf der Facebook-Seite eines gewissen Rainer Gerhold. Ja, und weiter? Selfies aufgenommen am Ufer eines Sees bei Sonnenuntergang. Der See heißt Kivu-See. An dessen Südende liegt Bukavu. Hier. Ja. Das Foto und das. So eindeutig, oder? Dabei ist der Typ verheiratet und hat 2 Kinder, 14 und 16. Schlecht. Finanzcheck? Was habe ich hier? Frau Kling war permanent klamm. Daueraufträge für Miete, Versicherung, Energie, das Übliche. Und der Rest wurde gleich nach Zahlungseingang geplündert. Sie besitzt eine Wohnung in Kreuzberg, Fidicinstraße 13, ist ja keine 500 Meter von hier. Ohne Kredit bezahlt vor 2 Jahren. Da wohnt doch der Sohn. Der sagt ja was von Eigentumswohnung. Genau, und das ist jetzt seine. 3, 4, vielleicht 5.000 kommt der Quadratmeter. Ich meine, wir hatten schon weniger überzeugende Mordmotive. Warte mal, Rainer Gerhold. Hat die Kramer nicht Rainer gesagt? Am Telefon. Na endlich, Alex. Ärzte ohne Grenzen, Kramer? Oberkommissar Polanski. Frau Kramer, ich hätte gerne noch eine Auskunft. Rainer Gerhold. Sagt Ihnen der Name was? Nein. Gut, entschuldigen Sie. Danke. Was war das jetzt? Wieso stellt dieser Gerhold eindeutige Fotos bei Facebook ein? Der Typ muss ein Vollidiot sein. Möglicherweise ist die Ehe im Eimer, dann passt's wieder. Gerholds Frau hat das Foto sogar kommentiert. Und wie? Du verdammtes Arschloch. Ach was. Vielleicht hat sie ihren Mann in Flagranti erwischt und zack. Nicht schon wieder eine eifersüchtige Ehefrau. Hatten wir doch noch nie, Alex. Immer nur die anderen. Gehen Sie bitte durch. Auf die Terrasse. Danke, dass Sie Zeit für uns haben, Frau Gerhold. Ihre Kinder sind... Jenny ist beim Klavierunterricht und Paul beim Fußballtraining. Sein großes Idol ist dieser Schweinsteiger. Setzen Sie sich doch. Ihr Mann ist auf Dienstreise. Hat er was angestellt? Wie kommen Sie darauf? Ist was mit Paul? Oder Jenny? Würden Sie uns bitte sagen, wo Sie gestern gegen 21 Uhr waren? Gestern? Wieso fragen Sie? Bitte. Ich war in der Oper. Ihr Mann hat Sie begleitet? Sie haben nicht richtig zugehört, Herr... Kriminalkommissar Lehmann. Rainer ist unterwegs. Ich war mit einem Freund in der komischen Oper. Rigoletto. Meine Ehe ist leider etwas in Schieflage geraten. Warum sollte ich das verheimlichen? Ihnen ist doch nichts Menschliches fremd, oder? Was macht Ihr Mann beruflich? Er ist Geophysiker. Aber was er da genau treibt? Seit 2 Jahren redet er nicht mehr darüber. Nicht mal mit den Kindern. Er ist oft Wochen und Monate lang unterwegs. Kauft irgendwelche Sachen ein und verkauft sie dann weiter. Mit möglichst viel Gewinn. Seit etwa 1,5 Jahren ist er häufig im Kongo. Aber was er da einkauft? Gibt's da überhaupt irgendwas, was man hier gebrauchen kann? Sie kennen eine Frau Dr. Kling? Nein. Frau Gerhold, Sie haben die Fotos bei Facebook gesehen.
Ihr Kommentar lautete... Die Freundin meines Mannes heißt also Kling. Frau Dr. Kling wurde gestern gegen 21 Uhr tot aufgefunden. Tot? Weiß Rainer schon davon? Überlassen Sie die Benachrichtigung Ihres Mannes bitte uns. Ja, natürlich. Haben Sie schon eine Ahnung, wer... Wie wäre es mit Ihnen? Ich war ja in der Oper. Für die Bestätigung Ihres Alibis brauchen wir den Namen und die Adresse Ihres Begleiters. Aber sicher, ja. Das bleibt doch unser kleines Geheimnis. Ich meine, mein Mann, die Telefonnummer auch? Wenn Sie so nett sein würden. Ich verstehe das nicht. Wieso hast du nicht nachgehakt? Weil ich nachdenken muss. Der Psychologe des Opfers ist der Freund der Ehefrau des Geliebten. Das stinkt doch alles zum Himmel. Wortmann könnte mit Frau Gerhold über Dr. Kling gesprochen haben. Vielleicht nimmt er die Schweigepflicht auch ernst. Wir werden ihn danach fragen. Nur noch ein paar andere Sachen. Okay, mal angenommen, die Fotos auf Facebook sind gefaked. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja und? Und Rainer Gerhold und Anne Kling kennen sich zwar, sind aber nicht liiert. Immerhin hatte Frau Kling kurz vor ihrem Tod noch Sex, und zwar hier in Berlin. Check die Passagierlisten der Flüge Kinshasa-Berlin. Du meinst... Ja, warum sollten wir Pauline Gerhold glauben? Oder sonst wem? Vielleicht weiß sie auch nicht, dass ihr Mann hier ist. Wenn er hier ist. Was macht er überhaupt im Kongo? Naja. Wir fahren ins Büro. Du lässt dir vom Chef ein paar Leute zuweisen und recherchierst. Ich will alles über Rainer Gerhold wissen. Alles. Ist das klar? Ja. Nein. Frau Gerhold wusste nicht, dass ich Frau Dr. Kling kannte. Dr. Wortmann? Ja? Frau Weber ist da. Kann ich Sie reinschicken? Sie wissen doch, dass Sie... Ja, ja, 2 Minuten. Und Sie glauben, dass es doch kein Selbstmord war? Ich war mit Frau Gerhold im Rigoletto, wie sie schon sagte. Sie weiß nicht, dass Anne Kling meine Patientin war. Und wir sind kein Paar. Ich hoffe, sie hat diesen Blödsinn nicht auch ihrem Mann erzählt. Pauline und ich kennen uns vom gemeinsamen Studium her. Sie hat ihren Master in Psychologie, hat aber nur 1 Jahr praktiziert. War keine Superstudentin. Aber die Patienten waren geradezu glücklich, wenn sie aus ihrer Sprechstunde kamen. Wie lange das anhielt, ist eine andere Frage. Tja, und dann kamen die Kinder. Paul und 2 Jahre später Jenny. Ich weiß, dass Pauline sich zu Hause langweilt. Und Langeweile ist häufig ein Geburtshelfer für krude Ideen. Und krude Ideen können mitunter zu seltsamen Handlungen führen. Ich will damit nicht sagen... Sie kennen Rainer Gerhold. Ja, natürlich. Rainer hat zur gleichen Zeit wie wir studiert. Geologie und Geophysik. Meines Wissens hat er sich auf die Erkundung von Rohstofflagerstätten spezialisiert. Pauline und er lernten sich auf einer Silvesterparty kennen, bei mir in der WG. Ich habe sie zusammen in der Badewanne erwischt. Nicht beim Baden. Und was Rainer jetzt macht, keine Ahnung. Frau Kling hat Ihnen nichts erzählt? Sie wussten noch von der Beziehung von Frau Kling zu Rainer Gerhold. Wir arbeiten in den Sitzungen ohne Namen. Aber ich konnte mir 1 und 1 zusammenreimen. Natürlich hat es mich überrascht. Sehr sogar. Aber die Welt ist kleiner, als wir denken. Ich habe auch die Fotos gesehen. Falls das Ihre nächste Frage ist. Und falls Sie ein Motiv für mich suchen, wie wäre es mit Wut? Wut? Frau Kling hat keine ihrer Sitzungen bezahlt. Sie finden die Mahnung in ihren Unterlagen, wenn sie sie überhaupt aufgehoben hat. Trotzdem haben Sie sie behandelt. Ja, sollte ich sie mit ihren Problemen alleine lassen? Außerdem hatte Frau Kling die Moral auf ihrer Seite. Hi. Ich kann gerade nicht. Das ist keine Ausrede. Es tut mir leid. Ja. Ja, bestimmt. Ich dich auch. Moral? Meinen Sie Ihre Aversion gegen Smartphones? Oh, Sie haben es nicht vergessen. Kein anderer Grund? Doch. Sie war ein interessanter Fall für Kausalitätsverschiebung im Denken. Was? Bestimmte Dinge für einen Zustand verantwortlich machen, die nur Vehikel für völlig andere Probleme sind. Faktisch
endet das in moderner Maschinenstürmerei und Sozialromantik. Oder in Don Quixote. Sie hat ihr ganzes Geld in das Krankenhaus in Bukavu gesteckt. Alles. Restlos. Wussten Sie das? Sie halten das für unnormal? Unnormal? Nein. Selbstzerstörerisch, ja. Aber jeder Mensch ist anders. Jeder handelt anders. Natürlich gibt es eine Häufung, eine statistische Mitte. Die Handlungen in diesem Spektrum erscheinen uns dann als normal. Aber Abweichungen von der statistischen Norm sind genauso normal. Wenn auch für die Masse gewöhnungsbedürftig. So, darf ich jetzt... Meine Patientin wartet. Sie kann ziemlich aufbrausend werden. Ich auch. Ach, tatsächlich? Ich denke aber, Frau Weber hätte lieber ein Problem wie das Ihre. Ich habe kein Problem, Dr. Wortmann. Nein? Der Anruf? Ihr Habitus? Und Ihre Augenringe? Ich verstehe nicht. Oh, doch, 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 doch. Sie verstehen ganz gut. Er ist hier, Alex. Rainer Gerhold ist in Deutschland. Landete mit Turkish Airlines einen Tag nach Frau Klingentegel. Seine Frau? Ich weiß angeblich nichts davon. Ich habe sie nur mal angerufen. Sie klang wenig überzeugend. Rigoletto, wer verschafft dir wem ein Alibi? Du sprichst noch mal persönlich mit ihr. Gut. Nicht jetzt. Hast du rausgefunden, wo Gerhold steckt? Noch nicht. Er arbeitet für ein kleines Berliner Unternehmen. Komm, Lehmann. Nun warte doch erst mal ab, Alex. Das kleine Berliner Unternehmen mit dem schönen Namen Smart Connect ist gar nicht so klein. Es ist Teil eines internationalen Konsortiums mit Sitz in Shanghai. Und es ist Teil einer Handelskette, die mit sogenannten seltenen Erden wie Coltan, Zinn, Wolfram und Gold Geschäfte macht. Ohne diese Rohstoffe keine neue Technik, nix Smartphone, nix Tablet, nix. Eine lukrative Geschichte, also astronomische Gewinnspannen. Weiter? Gerhold ist Einkäufer dieser Erden in der Demokratischen Republik Kongo. Und da kommt Frau Dr. Kling ins Spiel. Und ihr Technikfrust. Die Bedingungen im Ostkongo zur Gewinnung dieser Rohstoffe sind einfach katastrophal. Nicht, weil die Rohstoffe schwer zugänglich wären, das Gegenteil ist der Fall. Man kann sie quasi mit den Händen aufsammeln. Nee, weil dort Krieg herrscht. Jeder gegen jeden. Homo homini lupus est. Ganz ruhig, Lehmann. Und was hat das mit unserem Mordfall zu tun? Im Krankenhaus von Bukavu werden die misshandelten Frauen aus der Gegend betreut. Zu Tausenden. Sie sind freiwillig. Frau Dr. Kling wusste, worauf sie sich einlässt. Ja, deshalb auch die permanente psychologische Betreuung. Niemand hat sie gezwungen. Wie mitfühlend, Alex. Das Krankenhaus wurde mit großzügigen Spenden bedacht. Wir haben auf der Webseite von Ärzte ohne Grenzen folgenden Eintrag gefunden, hier. Spendengeber Nummer 1 für Bukavus Krankenhaus, speziell für die gynäkologische Station. Ratatata. Smart Connect. Genau. Nicht schlecht, Lehmann. Ein Lob vom Vorgesetzten. Vergiss es. Weißt du was, Alex? Der Ablasshandel im Mittelalter war ein verdammter Scheißdreck dagegen. Hallo? Wer zum Teufel? Oberkommissar. Herr Kling, wollen Sie endlich ein Geständnis ablegen? Mama? Ich bin's, Martin. Jetzt kannst du nicht mehr weglaufen. Ich dachte immer, ich würde dich hassen. Aber mit dem Hass ist es genauso schwierig wie mit der Liebe. Man kann den Hass nicht erzwingen. Man kann auch nicht so tun, als würde man hassen. Und selbst wenn man sich für andere verstellt, sich selbst kann man nichts vormachen. Vielleicht für einen Tag, für eine Stunde, aber sonst... Du konntest es auch nicht, Mama. Sie wollte nie, dass ich Mama zu ihr sage. Anne, sie war immer nur Anne. Nacht ist es. Nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Das ist aus Zarathustra.
Sie haben das Buch gelesen? 4-mal. Das erste Mal, als sie kaum zur Tür raus war. Ich konnte es einfach nicht weglegen. Es war so unfassbar schön. Außerdem wollte ich wissen, warum sie es mir geschenkt hat. Ich dachte, es würde irgendwo stehen, auf irgendeiner Seite. Ich habe das Buch verbrannt heute früh. Du wirst auch brennen, Mama. Asche zu Asche. In der Wohnung Ihrer Mutter stand ein Bild von Ihnen, auf dem Sideboard. Ja, ich hab's gesehen. Sie waren in der Wohnung? Wann? Ich hab sie abgeholt, in Tegel. Sie war richtig aufgekratzt. Sie sagte, es würde sich vieles ändern. Wo ist das Notebook Ihrer Mutter? Sie hatte doch ein Notebook. In Ihrer Wohnung, wo sonst? Was sollte sich ändern? Das habe ich sie auch gefragt. Keine Antwort. Stattdessen hat sie mir nur die Wohnung in der Fedicinstraße geschenkt. Was? Es war alles vorbereitet. Auf dem Tisch in der Zingster Straße lag die notarielle Schenkungsurkunde. Hier, bitte. Noch ein Ablasshandel. Was? Wie war der Zustand der Wohnung in der Zingster? Ordentlich? Ja, sicher. Stand doch kaum was drin. Sie meinte noch, ich solle mich über nichts wundern, was in den nächsten Tagen passieren würde. In 3 Tagen könnte ich ihr jede Frage stellen und sie würde antworten. Tut mir leid, Herr Kling. Ist schon gut. Ich denke, sie hat mir alles gesagt. Und danke. Was soll das heißen? Herr Kling? Herr Kling! Du meinst, sie kam nach Deutschland, um einen Plan auszuführen? Ihrem Sohn sagte sie, es würde sich vieles ändern. Das sagen Millionen. Täglich. Sie ist ein paar tausend Kilometer gereist. Und jetzt ist sie tot. Wir sterben alle mal. Aber nicht alle sterben als Mordopfer. Hätten wir aber viel Arbeit, nicht? Man redet manchmal echt eine Scheiße, Lehmann. Ja, das ist ja nun auch nicht gerade von strotzender Intelligenz. Nur Vorsicht, ich bin immer noch dein Vorgesetzter. Als du mit dem Jungen unten warst, hat ein Redakteur vom Spiegel angerufen. Ich will Rainer Gerhold. Der möchte mit den Beamten reden, die vor Ort waren, bei Frau Dr. Kling. Nein. Er kommt als Zeuge. Er stützt offenbar deine Plantheorie. Ach, wann kommt er? Wenn er pünktlich ist, in 3 Minuten. Nicht Spiegel, Spiegel Online. Wir haben ein Büro in Sydney, um von dort die Nachtausgabe zu betreuen. Ich war ein halbes Jahr drüben. Zurück zu Frau Dr. Kling, Herr Tobler. Was soll eigentlich die ganze Fragerei, Herr Oberkommissar? Ich war mit Frau Dr. Kling verabredet. Sie hat mir umfangreiches Material versprochen für ein Dossier. Und ich wollte Sie bitten, mir das Material zu überstellen. Es müsste noch in Frau Dr. Klings Wohnung sein. Oder ist es bereits in Ihrer Asservatenkammer? Peng. Heißt das jetzt ja oder nein? Peng, 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 peng. Was? Der Oberkommissar meint, dass wir jetzt klarer sehen. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Zur Abwechslung könnten Sie dann mir helfen. Was sollte das für Material sein? Filme, Fotos, ein Tagebuch. Außerdem hat sie einem Interview zugestimmt. Worum sollte es gehen, inhaltlich? Ach du heilige Scheiße. Jetzt kapier ich. Das war kein Selbstmord oder Unfall, das war... Sie führen die Öffentlichkeit an der Nase herum. Dass wir die Öffentlichkeit noch nicht vollständig informiert haben, hat allein ermittlungstaktische Gründe. Schleimt er immer so? Ja, nein. Ich wittere einen dicken Fisch. Blauflossen tun, würde ich sagen. Haben Sie eine Spur? Frau Kling machte im letzten Moment einen Rückzieher. Vielleicht wollte sie plötzlich mehr Geld von Ihnen. Sie, Herr Tobler, suchten sie auf. Es kam zum Streit, sie töteten sie und durchsuchten anschließend die Wohnung. Leider konnten sie das Material nicht finden. Deshalb brauchen sie jetzt unsere Hilfe. Motiv? Blauflossen tun. Sie wollte kein Geld. Wann waren Sie verabredet? Endlich ein denkender Mensch. Für heute 11 Uhr.
im Café Einstein, Kurfürstenstraße. Wusste noch jemand von dem Termin? Das nenne ich jetzt herausragende Professionalität. Wer? Ja? Ja. Festhalten. Die sollen den Check-in verzögern. Ja. Eine Frau Kramer von Ärzte ohne Grenzen und ein Herr Gerhold. Letzterer rief mich an, nicht umgekehrt. Beide waren not amused über mein Vorhaben. Sowas motiviert mich besonders. Sagt Ihnen der Name Smart Connect irgendwas? Aber hallo. So sollte der Artikel heißen. Letzter Aufruf für den Flug AT7539 von Berlin nach Kinshasa. Fluggast Herr Rainer Gerhold möchte sich bitte umgehend am Gate 7 einfinden. Fluggast Herr Rainer Gerhold möchte sich bitte umgehend am Gate 7 einfinden. Herr Gerhold? Ja, bitte. Hauptkommissar Polanski. Kommissar Lehmann. Kommen Sie bitte mit. Was wollen Sie von mir? Wir haben nur ein paar Fragen. Meine Maschine geht in 10 Minuten. Ich verlange, dass Sie mich sofort zum Gate lassen. Kommen Sie bitte mit. Ich habe noch nie einen Geschäftspartner enttäuscht. Jetzt machen Sie mal halblang. Das heißt, die halblang Verlässlichkeit ist der wichtigste Grundpfeiler im Business. Machen Sie keine Schwierigkeiten und kommen Sie mit. Schwierigkeiten? Ich? Lassen Sie mich los. Gehört das Ihnen? Mit welchem Recht durchwühlen Sie mein Gepäck? Wieso hält man mich hier fest? Das ist das Netbook von Frau Dr. Kling. Und das hier ist Ihr Tagebuch. Was wollen Sie überhaupt? Sie kennen Frau Kling? Würden Sie bitte die Fragen beantworten? Haben Sie Frau Kling getötet? Also doch. Ich glaub's. Was soll das heißen, also doch? Bleiben Sie sitzen. Herr Gerhold. Warum sollte ich meine große Liebe umbringen? Ihre Frau? Lebt ganz gut von meinem Geld. Sie waren doch sicher schon bei ihr. Sie sind Frau Kling nachgereist. Ich wollte Anne vor einer riesen Dummheit bewahren. Henry Tobler? Ja, unter anderem. Wie haben Sie davon erfahren? Von ihr. Sie hat mich immer wieder aufgefordert, meine Arbeit im Kongo aufzugeben. Selbst wenn ich alles aufgebe, habe ich ihr gesagt, die Dinge werden so bleiben, wie sie sind. Sie sind einfach nicht in der Lage, ohne Gewalt zu leben. Sitzen auf unglaublichem Reichtum und sind unfassbar arm. Und warum? Weil sie es nicht drauf haben. Ist das meine Schuld? Wenn ich das Coltan nicht aufkaufe, dann halt ein anderer. Das sind die Chinesen, die Koreaner, die Amis, die Russen, alle wollen das Zeug. Könnte ich bitte was zu trinken haben? Hier. Danke. Sie glaubte doch tatsächlich, der Druck über die Öffentlichkeit würde meine Firma dazu bringen, die Arbeit im Kongo einzustellen. Als ob das in Europa irgendjemanden interessiert, was da unten abgeht. Diese ganze Betroffenheitsscheiße ist doch sowas von out. Die Leute interessiert, wann das nächste iPhone rauskommt, wie viel Gigahertz der Prozessor hat und wie viele Megapixel die Kamera. Ja, und wie teuer das Ganze ist. Und wissen Sie was? Ich verstehe das. Und ich finde das auch völlig in Ordnung so. Mich interessiert das nächste iPhone einen Scheißdreck. Ja, ja, das sagen sie alle am Anfang. Und irgendwann stehen sie vorm Apple Store in der Schlange. Wissen Sie, was mein Sohn nicht mal gefragt hat? Papa, als es noch keine Computer gab, wie seid denn ihr da ins Internet gekommen? Ich meine, kann man die heutige Welt besser beschreiben? Ihre Firma hat das Krankenhaus finanziert? Mitfinanziert, ja. So haben wir uns kennengelernt. Anne und ich. Vor einem halben Jahr bei einer Scheckübergabe. Es hat sofort gefunkt, also jedenfalls bei mir. Sie spendeten Geld, um Ihr Gewissen zu beruhigen? Gewissen. Die Gewinne da unten sind ja fast schon peinlich. Rumballern können die da, aber sonst, man könnte fast Mitleid haben. Anne hat jeden verfügbaren Cent in den Laden gesteckt. Sie hat Minikredite an Frauen vergeben, für deren Wiedereinstieg ins Leben. Zinslos natürlich. Es war immer zu wenig. Viel zu wenig.
Ich habe ihr was zugesteckt, ohne Gegenleistung. Ich meine, die Summen, die sie wollte, das waren Peanuts. Aber das war ihr überhaupt nicht klar. Meine Firma hat auch noch an Ärzte ohne Grenzen Geld gespendet. Ist gut fürs Image und für die Steuer. Ein paar Euros sind ohne Belege geflossen, ja, sogenannte Stillhalte-Euros. Frau Kramer? Ja, Frau Kramer. Ist mir eines Abends so rausgerutscht. Im Streit. Seitdem, naja, es hat Anne unglaublich wütend gemacht. Deshalb also. Was? Frau Kramer meinte, sie würde niemanden namens Rainer Gerold kennen. Tja, das passt zu ihr. Warum riefen Sie Tobler an? Um ihn zu warnen vor Annes überspannten Geschichten. Finden Sie Geschichten über zu niedrige Einkaufspreise überspannt? Es kommt darauf an, wie man sie erzählt und wem. Oder Geschichten über Massenvergewaltigung und Erschießung? Hier, hier. In Ihrem Tagebuch schreibt Frau Kling, dass Sie, Herr Gerold, bei mindestens einer Erschießung von Zivilisten anwesend waren, ohne einzugreifen. War das eine vertrauensbildende Maßnahme? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Genau davor wollte ich Tobler warnen. Sie hat sich solche Dinge ausgedacht. Um ihre Ziele zu erreichen, war Anne alles recht. Sie haben Frau Kling ermordet, um an die Dokumente zu kommen. Ach, ihr Tagebuch ist doch nichts weiter als eine Anhäufung von Fantasien. Rechtlich vollkommen irrelevant. Und auf dem Netbook war nichts. Und jetzt lassen Sie mich endlich Sie gehen. Sie haben die Daten gelöscht. Nein! Außerdem wollte Anne mich umbringen, Herr Kommissar. Nicht umgedreht. Was? Für Sie war ich das Problem. Ich war der Mann, der die Rohstoffe aufkaufte, der das Geld für Waffen ins Land brachte. Ich war für Sie der, der das Ganze am Laufen hielt. Wo setzt jemand wie Anne an, um den Kreislauf zu stoppen, ha? Ich habe Sie geliebt, ja. Da brauchen Sie jetzt gar nicht so blöd zu grinsen. Ich grinse doch gar nicht. Aber andersrum. Sie wollte mich dazu bringen, alles hinzuschmeißen. Alles, was ich mir aufgebaut hatte. Sie hat mit Tobler gedroht. Als ich nicht reagierte, jedenfalls nicht so, wie sie sich das gedacht hat. Sie leben. Misstrauen, Oberkommissar. Misstrauen. Wir hatten an dem Abend tollen Sex. Beängstigend toll. Kondom? Was? Kondom. Ja, wir hatten ja nicht mal Streit. Was ungewöhnlich war. Und Anne hatte Champagner besorgt. Für hinterher. Anne und Champagner. Haben Sie die armselige Wohnung gesehen? Die roten Lämpchen in meinem Kopf wollten gar nicht mehr ausgehen. Sie hat die Gläser in der Küche eingeschenkt, ohne dass ich dabei zuschauen konnte. Sie haben die Gläser vertauscht? Ja. Ich habe Anne ins Bett gelegt, habe sie zugedeckt, mein Glas abgewischt. Netbook und Tagebuch lagen im Wäschekorb ganz unten. Dann bin ich gegangen, so gegen 20 Uhr. Und wieso haben Sie denn nicht die Rettung gerufen? Ich glaube, ich habe Pauline angerufen. Was? Oder Frau Kramer, ich war in Panik. Ich dachte, Frau Kramer, wir werden das überprüfen. Haben Sie das Netbook erwähnt? Kann sein. Ja, ich glaube. Herr Gerold, Sie sind vorläufig festgenommen. Aber ich war es nicht. Sie wollen nach Kinshasa. Es besteht dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr. Da hat sie erreicht, was sie wollte. Bitte? Weil sie mich nicht umbringen konnte, hat Anne sich selber umgebracht. Damit ich nicht weitermachen kann, ist das denn so schwer zu verstehen? Glas abgewischt. Wir werden ihm hunderte Fingerabdrücke nachweisen. Der wird erstmal kein Coltan mehr einkaufen. Glaubst du, dass er der Mörder ist? Seit wann stellen wir Glaubensfragen, Kardinal Lehmann? Aber was ist mit dieser Frau Kramer? Fest steht, sie hat für ihren Bolivien-Anruf nicht das Festnetz benutzt. Und wenn Gerold die Wahrheit gesagt hat, dann wusste sie möglicherweise von der Vergiftung. Oder aber Gerolds Frau. Ja, oder die. Ja, Lehmann? Ja? Wir sind gleich da. Eine Zeugin aus der Zingster Straße 25. Wohnt zwei Etagen unter Kling. Aber sagen Sie nichts meinem Mann. Der und die Bullen, das ist... Entschuldigung. Wir hören, Frau Frey.
Also ich habe auf dem Sofa gesessen und gelesen. Weiter? Da segelte diese Frau vorbei. Wie ein Engel im Sonnenuntergang. Dann bin ich raus auf den Balkon und hab runtergeguckt. Da war ganz viel Blut. Ich wäre fast hinterhergefallen. Dann bin ich raus zum Fahrstuhl und wollte runter. Vom Fahrstuhl aus sieht man das Treppenhaus. Und da war dieser Mann. Ein Mann? Sind Sie ganz sicher? Ja, der rannte die Treppen runter. Macht sonst keine Sau. Selbst hier aus dem zweiten nehmen immer den Fahrstuhl. Schauen Sie mal bitte hier, Frau Frei. Melinda. Oder Melli. Okay, Melli. Wie viele Megapixel hat Ihre Handykamera? Du hast Bilder gemacht? Runtergeladen. Ich sagte Mann, Herr Kommissar, Mann. Nein, nein. Ja, hier, der war's. Nein, 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 nein! Sonst noch was? Sie waren zur Tatzeit in der Zingster 25. Wir können gerne eine Gegenüberstellung veranlassen. Vor 10 Minuten habe ich mit Frau Gerhold gesprochen und sie vor die Wahl gestellt. Falschaussage und Anklage oder Wahrheit und reines Gewissen. Was denken Sie, wofür sie sich entschieden hat? Was ist am Abend des 7. Juli gegen 21 Uhr in Frau Klings Wohnung passiert? Herr Wortmann. Sie hat mich erpresst. Frau Kling hat Sie erpresst? Wieso Frau Kling? Ach, Sie wissen doch gar nichts. Wir wissen, dass Sie zur Tatzeit in Frau Dr. Klings Wohnung waren. Ja, die Tür stand offen. Was? Was ist denn das für ein Lärm? Ja, oben wird umgebaut. Ich kann es leider nicht ändern. Ja, Frau Kling lag im Wohnzimmer auf dem Fußboden, völlig betrunken. Sie kroch langsam Richtung Balkon. Er hat mich angeschaut, ganz kurz. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Nichts, da bin ich wieder runter. Mit dem Fahrstuhl? Ja. Was dann? Ja, das war's. Was wollten Sie von Frau Kling? Haben Sie irgendwas gesucht? Warum haben Sie ihr nicht geholfen, Herr Wortmann? Lieben Sie Ihren Beruf? Manchmal. Ich liebe meinen. Ich habe mich auf sexuelle Aberrationen spezialisiert. Und auf Suchttherapie. Trinken Sie? Ich meine, richtig? Nein? Aber ich brauche jetzt was. Halt! Weg da von der Schublade. Ja, ich wollte ja nur... Ja, öffnen Sie doch selbst. Scheiße. Das Versteck kennt nicht mal meine Sprechstundenhilfe. Ach, Sie sind ein Algi. Alkoholkrank, ja? Kein zwingender Grund für einen sofortigen Approbationsentzug, aber auf Dauer? Sie glauben gar nicht, wie anstrengend es ist, eine Sucht zu verbergen. Sie war die Einzige, die davon wusste. Frau Dr. Kling? Frau Kramer. Ich war unvorsichtig. Nur ein einziges Mal. Das ist etwa ein Jahr her. Und seitdem... Naja, Frau Kramer ist gefahren. Sie hat mich abgeholt. Meinte, sie wolle mich als Zeugen. Sie war mit oben. Sie hat die Wohnung durchsucht und das Handy von Frau Kling eingesteckt. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch was gefunden hat. Wahrscheinlich nicht. Aber es schien sie nicht zu stören. Wir sind dann runter. Als ich einsteigen wollte, fragte sie, ob ich gern frei sein würde. Für immer. Und? Ich bin nochmal hoch. Frau Kling war auf dem Balkon angekommen. Sie wollte sich umbringen, ich muss es schließlich wissen. Plötzlich hing sie halb über der Brüstung. Laut forensischem Gutachten wäre sie nie allein über die Brüstung gekommen. Sie glauben gar nicht, was man im Rausch alles zustande bringt. Sie war nicht betrunken. Sie war voller Rohypnol. Hat Frau Kramer Ihnen das nicht gesagt? Sie war gar nicht betrunken? Was geschah dann? Sie ist tief gefallen. Das ist passiert. Herr Wortmann, Sie sind festgenommen. Wegen Mordes an Dr. Anne Kling. Dr. Wortmann? Herr Müller wartet schon seit einer halben Stunde. Kann ich ihn reinschicken? Dr. Wortmann? Hallo, bitte. Eine Curry mit Darmscharf und ein Brötchen, bitte. Es geht doch nichts über Konopke. Du bist eingeladen. SMS, Alex. Vielleicht unsere Belobigung von Oberrat Schubert. Martin Kling. Hallo, Oberkommissar.
Nachprüfung bestanden. Boarding für den Flug nach Kinshasa läuft. Will weiter nach Bukavu. PS, Mama hat mir einen Brief geschickt. Weiß alles. Die Micro-SD, die im Brief lag, habe ich vor einer Stunde an einen Redakteur von Spiegel Online übergeben. Sorry, Mama wollte es so. Beweismittelunterschlagung. Ich rufe die Kollegen in Tegel an. Lass ihn. Wir haben Wortmann und Frau Kramer. Okay. Du bist hier der Oberkommissar. Ich frage mich allerdings, wie die Kramer fast 210.000 Euro einfach so auf eigene Konten umleiten konnte. 130.000 allein von Smart Connect. Wahrscheinlich werden die Rechnungsprüfer noch mehr Ungereimtheiten finden. Gibt's denn da überhaupt keine Kontrollmechanismen? Und wieso hat Wortmann geglaubt, er könne sich von der Kramer freikaufen, wenn er ihr alles über Anne Kling erzählt? Für einen Psychotherapeuten ist das ziemlich naiv, oder? Klar ist, die Kramer geriet unter Druck und musste handeln. Stimmt. Und Wortmann war der Kramer ausgeliefert, zumindest in seiner benebelten Vorstellung. Vielleicht hätte er besser die Kramer vom Balkon schubsen sollen. Lehmann, du holst nachher die Speicherkarte von Tobler und bring in Erfahrung, wann das Dossier erscheint. Ha! Aufklärung durch investigativen Journalismus. Der Menschheit wird es wie Schuppen von den Augen fallen. Mann, Alex, bei Spiegel Online wechseln die Aufmacher stündlich, vergiss es. Der eine oder andere kommt vielleicht ins Grübeln. Wär doch schon was. Apropos, wie sieht's mit dir aus, Fablet Lehmann? Die Herren? Du bist dran. Na, zweimal Curry bitte, ohne Darm. Dazu Pommes mit Mayo, groß. Für mich eine mit. Du, und jetzt erzähl mal. Dein seltsames Fliegentattoo ist nämlich Gesprächsthema Nummer 1 im Kommissariat. Deine Augenringe, diese ganzen Anrufe. Ja, passt. Ja. Ja, bin in 10 Minuten bei dir. Danke. Ja, ich dich auch. Ich dich auch? Kannst meine Portion auch noch haben, Lehmann. Guten Appetit. Wo willst du denn hin, Alex? Sind Sie blind, Mann? Der Typ ist verknallt. Macht 29. Seltene Erden von Wolfgang Zander. Die Rollen und ihre Darsteller: Alexander Polanski, Alexander Kuhn, Lehmann, Shorty Scheumann, Jochen Wortmann, Silvester Groth, Rainer Gerhold, Wilfried Hochholdinger, Martin Kling, Vincent Tredetzky, Maria Kramer, Lena Stolze, sowie Katrin Jähne, Steffi Kühnert, Bettina Kurt, Udo Schenk, Rainer Strecker und Katharina Zapatka. Ton: Bernd Bechtold und Susanne Bronder. Regieassistenz: Theresa Schomburg. Dramaturgie: Juliane Schmidt und Michael Becker. Musik: Hamann. Gesang: Katharina Schnell. Regie: Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 für den ARD-Radio-Tatort.